Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ich hätte schon fast wieder gesagt. Ich habe es versucht, mir zu verkneifen. Wir starten eine Rettungsmission. Wir müssen die Aufständischen retten. Das klingt irgendwie falsch, ne? Da sind Leute, die gegen das Gesetz verstoßen. Regeln sind nun mal Regeln, ob sie uns passen oder nicht. Warum müssen wir die retten? Ich meine, damit verstoßen wir eindeutig gegen das Gesetz. Ja, der Kalifat hat sich das ja nicht umsonst ausgedacht. Das muss das Gehöft sein, wo Alis Männer festgehalten werden. Oh, das ist aber gleich dicht dran hier. So, einmal einen Überblick verschaffen. Wir haben hier auf jeden Fall einen dicken. Einen großen Vogelkäfig. Erinnert mich ein bisschen an Jurassic Park 3. So, hier. Zu weit weg können wir nicht scannen. Okay, hier haben wir Bogenschützen, da dürfen wir nicht zu dicht dran fliegen. Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Ach komm, erzähl kein Schmarrn, das war Vorsatz. Wir wussten, dass da Bogenschützen sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sind hier vorne im Käfig Gefangene drinne? Oder können wir quasi das Gehöft umgehen? Verdammt. Wir müssen die hier vorne schon eliminieren. Aber wir gehen mal ein bisschen dichter ran von der anderen Seite. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin invisible. Okay, er hat mich bemerkt. Oder gesehen. Okay, dann schauen wir mal. In die Heuhaufen kann ich, glaube ich, nicht rein, ne? Ja, wir pfeifen uns mal die erste Pfeife hier ran. Nein. Ja, Sommernachtsfeeling, ne? Schön im Kornfeld. Falsche Taste. So. Ja, wir müssen erstmal ausdünnen hier, ne? Nein. Nein. Wer ist Mörder? Habt ihr das gesehen? Ich bin total unsichtbar. Ich bin eins mit der Natur. Aber nicht petzen gehen jetzt, ne? Wo willst du hin? Okay. Hau bloß ab. Oh, jetzt holen wir uns den letzten hier vorne. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Den hier vorne, würde das einer sehen, wenn wir den wegmachen? Der haut ab, ne? Ist da auch einer drinne? Tau da, wa? Ja, komm raus hier. Wir wären tot. Hol mich hier raus. Ali wartet außerhalb des Gehöfts. Okay. Spute dich. Der Sohn der Witwe ist. Der ist hinüber. Dem gefällt das hier. Der möchte hier bleiben. Also den Großen, da möchte ich ungern angehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie gehen wir denn hier vor? Vielleicht da hinten rum an den... Oder wir lassen das auf den rauffallen? Würde ich gesehen werden, wenn ich den hier wegnehme? Du da. Halt. Augenblick.
Falsche Taste. Nein. Ach, ärgerlich. Geh runter. Geh runter. Sieben. Idiot. Solltest nur über die Mauer hüpfen. Nur einmal rüber. Okay. Jetzt haben wir noch den da vorne. Kriegen wir den zum Heuhaufen? Müssen wir nur unauffällig zum Heuhaufen hin, ne? Ah. Adlerauge da oben. Wieso schießen die eigentlich immer auf Enkidu, aber die ganzen anderen Vögel dürfen hier rumfliegen? Das ist schon ziemlich diskriminierend. Okay, der kommt hier nicht hin. So. Den haben wir. Die Tür können wir nicht öffnen. Ich glaube, den können wir liegen lassen. Ne? Hier wird ja keiner herkommen. Oh, Scheiße. Nein, großer. Das hat er gesehen, ne? Hier wird ja keiner hinkommen. Und die können wir hier liegen lassen. Was soll da schon passieren? Ja. Okay, jetzt legen wir die alle hinters Haus. Also jetzt wird da ja wohl wirklich keiner mehr hinkommen. Ist hier wer drinne? Zwei drinne, zwei unten. Einer da vorne. Hier ist unser Opfer. Ich würde den da oben nochmal wegnehmen für den Fluchtweg. Denn mir eins sind die Leute rauspfeifen, glaube ich. Es war an der Zeit. Höchste Eisenbahn. Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Jetzt brauche ich Enkidu auch nicht mehr, ne? Ist ganz schön grob. Gehört der da hinten damit zu? Was siehst du? Das ist ein Zivilist, ne? Ja. Okay, also ist nur einer drin, der andere ist draußen. Er steht immer noch da hinten. Wo ist er hin? Surprise, Motherfucker! So, den haben wir auch. Deine Mutter wartet auf dich. Ich gehe noch nicht zurück. Die haben meinen Vater ermordet. Ich kämpfe mit den anderen. Bist du doof? Gut. Geh zu Ali vor dem Gehöft. Das waren alle. Ich sollte jetzt zu Ali. Der hat beim ersten Mal schon verkackt. Der hat sich festnehmen lassen. Ja, Kinder, unbelehrbar. So, wir könnten... Wie auch keiner das rafft, dass das ein Gefangener ist, ne, der abgehauen ist.
Es sind nicht gerade die bestausgebildetsten Wachen. Okay, wo darf ich jetzt denn hier lang? Oh. Triff dich mit Ali und den Aufständischen. Oh, wie weit müssen wir gehen, bis wir hier aus dem Gebiet raus sind? So. Dann gehen wir mal unauffällig rüber, ne? Nom 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 nom. Allah ist groß! Allah ist groß! Es gibt keinen Gott außer Allah und Allah ist groß! Hashim, Beeilung! Wie er hier vorne abgeht. So völlig alleine. Das ist der Einzige, der so richtig ausflippt. Wir nehmen die Arme runter, du, das mufft ja. Sind alle da? Doan bin Arslan wird jetzt sterben. Wir warten nur auf dich. Na ja, gut. Ich bin bereit. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart. Und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Ascharkia wir sind acht Leute. Sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den Kleinsten in Bagdad bis zu den Größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Ziemlich motiviert für so eine kleine Gruppe, ne? Es gibt keinen Gott außer Allah. Voll motiviert. Das ist eine kleine Bauerngruppe. Ja, ihr macht das schon. Oh nein. Du, dass ich dein Ende bin. Andere werden. Ich will nicht mit dem Dicken kämpfen. Warum muss ich den Dicken? Oh. Ach, keine Ausdauer. Ja, das macht, das leuchtet ein. Klar, Moment. Klippo! Nein! Lass das! Das war mein Verdienst. Dogans Befehle. Dogan, ich erwarte einen vollständigen Bericht über deine Fortschritte in dieser Woche. Al-Eshma interessiert sich besonders für den Fremden, der kürzlich in Jajaraya Fragen stellte. Ich schlage vor, du gibst dir besonders viel Mühe, um Antworten zu liefern, um deiner selbst willen. Al-Eshma schätzt es noch viel weniger als ich, enttäuscht zu werden. Wir erwarten dich wie gewöhnlich im Nadin der Befehlshaber in Ashakir. Aruk. Hm. Achso, ich muss Ali folgen, ja? Ah ne, wir würden nur ein bisschen schnacken. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Eine Kiste oder irgendwas? Hm, damit wir hier ein bisschen was aufwerten können. So, 5 Tier haben, wichtig. Willst du mir doch nicht erzählen, so eine Riesenvilla und hier gibt's nichts zu holen? Katzenliebhaber. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hm.
Haben wir echt nur diese Tonkrüge da unten? Aha! Upsala. Ja, nee, das wollten wir jetzt nicht aktivieren. So, hier haben wir nämlich noch eine Kiste. Du zahlst für deine Verbrechen. So viel zum Versteck bleiben. Meint sie mich? Ach so, weil ich die Kiste geplündert. Ja, ja, nee, das war meine Kiste. Die habe ich, die habe ich da nur abgestellt. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doğan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte im Nadin der Befehlshaber in Asharkia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Aroch und Ella Eshma. Eshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin der Befehlshaber in Asharkia. Ziemlich leichtsinnig, der Gute. Oh, das ist aber weit weg. Kleinen Moment. Aber wir haben doch die Möglichkeit. Uiuiui. Eine Schnellreise durchzuführen. Die Schnellreise nicht verfügbar. Ja, das ist ja wunderschön. Wieso nicht? Wieso ist das jetzt... Wieso kann ich da jetzt... Ach, komm. Ach so, weil ich hier im Gefahrengebiet bin. Ja. So, jetzt aber. Wollte gerade sagen, wieso kann ich denn jetzt keine Schnellreise machen? Kann ich mir das Synchronisieren noch sparen? So. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir gucken, was wir über Nadin herausfinden. Finde die Ordensmitglieder, die sich mit Nadin, der Befehlshaber, treffen. Im Nadin. Mit Nadin. Bin ich jetzt zum falschen Punkt gereist? Möglicherweise. Ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das immer noch ganz schön weit weg. Der Synchronisationspunkt war doch gleich daneben. So, dann können wir aber noch mal in den Heuhaufen springen. Blub. Ah, das ist doch schon... Das sieht doch schon besser aus. 95 Meter. Wie viele Scherben haben wir eigentlich mittlerweile? Was? Die Eunuchen erzählen unglaubliche Geschichten. Sayyida Harib scheint jeden Tag 10 Lieder zu schreiben. Kein Wunder, dass ihre Ausschweifungen geduldet werden, auch wenn ihre Feinde zahlreich sind. Okay. Wir gehen... Ist das jetzt... Nachforschung öffnen. Gut, direkte Tipps haben wir nicht. Hey, aber wo ist der Punkt hin? Es ist zumindest hinter mir, ne? Oh. Hm. Nehmen wir doch einfach altmodisch die Leiter. Denn mit der Leiter kommen wir weiter und steigen hoch hinauf. Möglicherweise hinter der Mauer sogar, ne?
hier vorne ist das. Ah. Okay, da haben wir nochmal einen Schlüssel. Die roten Wachen. Bin ich hier nicht schon mal gewesen? Oh, eine Kiste. Oh, ich mag Kisten. Gibt doch nichts Besseres als eine fette Kiste. Okay, hier vorne haben wir auch noch einen. Den müssen wir noch markieren. Zwei. Eieiei, hier ist ja richtig was los. Okay, der von der Mauer ist eigentlich irrelevant. Oh, ich denke, das passt soweit, ne? Der Nadine, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie... Oh, das ist auch eine gemütliche Runde zum Abendbrot, ne? So, auf dem Teppich, bei Feuer, hier auf dem Dach. Das hat ja auch was. Das sieht schon chillig aus. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber hier regnet's. Verurteilt mich nicht, ihr hättet dasselbe getan. So. Nur weil er schläft. Sie. Wie komme ich da hoch? Okay, hier kann ich einmal runter. Hier ist noch einer. Wir haben gleich zwei hier vorne. Ja, das würden die sehen, ne? Das ist ja skurril. Das ist ja ein Ding. Das ist ja eine Wucht. Was machst du denn? Komm doch hier einfach rein. Uhu. Hier. In der lauschigen Botanik. Ich auch. Der hat Angst im Dunkeln, wa? Ich würde dich ja suchen gehen, aber du bist in diesen dunklen Büschen versteckt. Oh, ich bin jetzt nicht mehr versteckt. Okay. Das hat bis jetzt aber auch ganz gut funktioniert. So, hier vorne sind gleich zwei. Einmal ihn hier und da den Kartenleser. Unterm Tisch, also. Das nenne ich mal versteckt. Das findet doch keiner. Dich beseitigen wir doch.
Wieso ist er denn immer auf die Kiste? Der hätte doch hier einfach hochgehen können. Oh. Mein lieber Freund und Kupferstecher. 15 Leder, 2 Bauteile und ein paar Stahlbarren. Ich bin's, Hildegard. Weiß ja nie. Komm, mein Schatz. Yeah. Der alte Hildegard-Trick klappt immer. Nimm dich mal zur Seite, mein Freund. Okay, der kommt jetzt nicht auf Anhieb runter. Hier unten noch irgendwer? Nee. Ah, herrlich. Da ist Enkidu. Der steht auf jeden Fall mit dem Rücken zu uns. Komme ich hier rum? Geht der andere Typ jetzt hier einmal rum? Nee, kann er nicht. Von hier kann keiner kommen. Dann kommt er gleich zurück, ne? Steht er schon an der Ecke? Ja, das dauert mir zu lange. So. Geduld ist eine Tugend. Verzage nicht, junger Freund. Der Schmerz ist bald vorbei. Das gibt's doch nicht. Komm mal her. Geh da jetzt runter. Da kommt keiner hin auf den Balkon, glaube ich. Nee, nicht ganz. Nee, warte, wir haben es gleich. Geh doch. Wen vertrauen Sie den Schlüssel an? Wo ist er? Wer hat das gesagt? Wer hat das eben mit dem Schlüssel gesagt? Aber hatte ich den nicht... Den hatte ich doch schon markiert. Müsste mir doch eigentlich angezeigt werden. Ah, hier, direkt unter mir. Ja, ups. Boah. Aber wenn der da mit jemandem gesprochen hat, dann ist da wahrscheinlich noch wer, ne? Wie komme ich denn da hin? Nee, hier haben
aber auch keinen Zugang. Du. So, jetzt müssen wir den Guten hier verstecken. Ich weiß gar nicht, wie kämen wir denn hier? Was? Oh mein Gott! Das kam jetzt unerwartet. Ach du Schande. Gesundheit ist voll. Hä? Nein, ich will den Typen aufnehmen. So. Gott, kam das unerwartet. Den hast du hier auch nicht gesehen, ne? Wie er sich vor der Arbeit gedrückt hat und sich hier hinter den Zaun versteckt hat. Schön am Essen. Ja, Bauch vollhauen und faulenzen. Das sind mir die richtigen. Okay, hier komme ich nicht rein. Ah, ich weiß nicht, nach vorne möchte ich eigentlich noch nicht. Erstmal eine Seite aufräumen, ne? Ey, wie kommst du denn hier auf Balkonien? Vielleicht doch von oben und dann da runterlassen? Oh. Du. Oh! Was erblicken meine liebäugenden Augen da? Liebäugenden Augen. Der Koch ist immer der Ermordete. Es war der Gärtner. Tendiere dazu, dass wir hier lang müssen. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Befehl des Strategen. Die Sicherheitsmaßnahmen des Raums der Befehlshaber wurden erhöht. Dabei wurden auch neue Schlösser an den Türen angebracht. Vorsichtshalber erhältst du einen Schlüssel. Passe auf diesen jederzeit auf. Benutze ihn nicht, sofern dich nicht ein Befehlshaber dazu auffordert. Verlasse deine Posten auf dem östlichen Balkon nicht. Den Schlüssel haben wir ja sowieso schon gefunden. Aber wie kommen wir zum östlichen Balkon? Augenblick. Was? Blute. Wer? Hier ist keiner gewesen. Der hat's aber auch nicht mit diesem Rüberspringen, ne? Du willst ja rüber hopsen, coolen Move machen. Nix. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel zum Raum der Befehlshaber. Dann würde ich die da unten doch leben lassen. Oh. Ja. Eine Flamingo-Feder. Mit der werde ich mir ein Federkleid machen und mich schmücken. Dann bin ich ein wunderschöner Vogel. Nein? Sollst... Ja. Gut gemacht, Basim. Manchmal klappt das doch mit uns beiden. Wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen?
Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Ich hätte viel mehr Angst vor meinem Spiegelbild, wenn ich so aussehen würde. Du hast diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo ja. Doan? Er ist spät dran. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, ne? Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Oh nein. Bitte verzeih, Strategen. Doan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Doan kommt nie zu spät. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wie die aussehen. Mit die blauem Gewand. Gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardichwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Wird das problematisch? Ich verstehe das Problem nicht ganz. Ich glaube, der Weg nach draußen wird... Okay, ich habe keinen angepfiffen. Ich glaube, der Weg nach draußen wird auf jeden Fall leichter als der Weg rein. Und der war schon nicht schwer. Wir hätten hier noch eine Kiste unten. Die würde ich mir gerne holen. Und vor allem die da. Das ist noch so eine richtig geile Kiste. Die müssen wir uns noch stibitzen, bevor wir gehen. Oh, hier kommen wir nicht raus. Hier kommen wir nicht raus. Das ist ja jetzt ein bisschen kacke, ne? Willst du nicht nachgucken? Die Tür ist mysteriöserweise aufgegangen. Und es kommt ein Pfeifen. So. Ach, was soll der Geiz? Hallöchen. Oh, shit. Oha. Wo ist die Kiste? Ach, das ist nur so eine Hilfsmittelkiste. Na gut, die sind ja eh voll. Dann holen wir uns die große Kiste. Ich hoffe, da hinten ist jetzt nicht auch so viel los. Da könnte man gegebenenfalls unter Umständen etwaige Probleme bekommen. Ist ja nicht. Mhm.
So. Merkwürdig. Ja, ich fand das auch sehr skurril gerade. Wollte gerade sagen, wieso reagiert er nicht? Spam F, Spam F. Ja, wir haben ja jetzt noch den Großen. Die sechs Kleinen sind machbar. Die müssen wir uns auch noch anlocken. Hey, was war das? Gar nichts. Ich bin eine Maus. Was ist das? Piep, piep. Oh, ein Silber. Entschuldigung, ein Silberarmband. Okay, da haben wir zwei, hier drei. Boah, die können wir ausdünnen. Müssen wir aber nicht zwangsweise, ne? Was war das? Ich gehe lieber zurück. Klappt das? Merkwürdig. Da war nichts. Seid bereit. Es sieht nach Ärger aus. So. Okay, die sind erstmal oben. Die würden wir wegschnitzeln können. Ah, komm, schneller, schneller. Das wird knapp. Oh, ein ungünstiger Zeitpunkt. Verdammt. Oh, keine Ausdauer. Ey, das kann doch nicht. Diese scheiß Ausdauer. Schaffst du nicht. Ich töte dich. Ja, sieht schlecht aus. Das war cool. Das sah ja so geil aus. Nur für alle Fälle. So, und jetzt meine wunderschöne Truhe. Warte. So. Ah. Verbesserungsplan, Montur des Abersiedenritters. Geil. Ja, schön. Haben wir das auch weg. So, jetzt ist die Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wo muss ich denn hin? Hier? Achso, nee. Entkomme dem Nadine der Befehl. Achso, ich bin ja noch in einer Mission. Ich bin wieder in Sicherheit. So. Ich sollte zurück zu Fulat. Das haben wir geschafft. Ja, zu Fulat, aber wir müssen auch noch ein Plakat entfernen. Oh, solo mio. So, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Schaltet sehr gern wieder ein. Lasst gern ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.